Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Bereits in der letzten Plenarwoche habe ich für die NPD-Fraktion deutlich gemacht, dass wir der festen Überzeugung sind, dass bei der finanziellen Ausstattung der Hochschulen nicht allein die Länder gefragt sind. Vielmehr muss auch der Bund in der Pflicht stehen. Drittmittel sollen nämlich gerade nicht für die Lehre an den Hochschulen verbraucht werden, sondern ihrem eigentlichen Zweck der Forschung zu kommen. Wir werden den vorliegenden Antrag ablehnen, und zwar aus den folgenden Gründen. Die Universität Rostock hat in ihrer Grundordnung von 2011 bereits einen Passus, der sich mit ein wenig Großzügigkeit als Zivilklausel auslegen lässt. Lehre, Forschung und Studium an der Universität Rostock sollen friedlichen Zwecken dienen und so weiter. Das haben Sie ja schon zweimal gehört. Das Wörtchen sollen ist natürlich keine entschiedene Ablehnung, wie sie in den Grundordnungen anderer Unis festgeschrieben ist. Allerdings erweisen sich die bestehenden Zivilklauseln anderer Hochschulen bei näherem Hinsehen aber ohnehin als Papiertiger. Denn selbst wenn solche Zivilklauseln existieren, werden immer wieder Forschungsaufträge der Bundeswehr angenommen. So geschehen in Bremen oder in Bonn. Und die Gründe sind einfach und nachvollziehbar. Es gibt eben Forschungsprojekte, die trotz militärischer Nutzung auch zivil von Nutzen sind oder gar der Entmilitarisierung dienen. Und es ist unsinnig, wenn eine Zivilklausel der Technischen Universität München verbieten würde, an Satellitensystemen zu forschen, weil diese leicht auch in einem Kriegskontext zum Einsatz gelangen könnten. Dual Use lässt sich auch mit einer Zivilklausel nicht wegdrücken. Und noch ein Hinweis. Die Bundeswehr würde nicht zusammenbrechen, wenn über Nacht alle bundesdeutschen Unis derartige Klauseln in ihren Grundordnungen aufnehmen würden. 2012 sollten 918 Millionen Euro, die das Verteidigungsministerium für Forschung und Entwicklung ausgegeben, wollte gerade einmal 5,5 Millionen an Hochschulen gehen. Die Fachhochschulen nicht eingerechnet. Der größte Teil fließt an Forschungsinstitute der Bundeswehr, das Deutsche Luft- und Raumfahrtzentrum oder die Rüstungsindustrie. Wir können dem vorliegenden Antrag natürlich auch etwas abgewinnen. Dienen doch sämtliche technische Neu- und Weiterentwicklung von Waffen letzten Endes potenziell und direkt dem Einsatz in sogenannten Krisengebieten all over the world, was nichts anderes heißt, als dass in Kriegseinsätzen fremde Macht- und Wirtschaftsinteressen abgesichert oder erbeutet werden. Linke, Grüne, SPD und zum Teil auch große Teile der FDP würden eine Beteiligung an Hochschulen an militärischer Forschung jedoch auch ablehnen, wenn wir, wie im NPD-Parteiprogramm gefordert, eine Truppe hätten, die der reinen Verteidigung des deutschen Volkes und seines Staatsgebietes diente. Nicht, dass unser Volk doch noch gegen seine Abwicklung sich zur Wehr setzen könnte. Aus diesem Grund und weil die Grenzen zwischen ziviler und militärischer Forschung fließend sind, lehnen wir den Antrag der Linken ab. Vielen Dank. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, mein Vorredner aus meiner Fraktion, Herr Petereit, hat hier eindeutig Stellung bezogen aus Sicht unserer Fraktion. Ich möchte jedoch noch ein, zwei Punkte ergänzen. Was die Linke hier versucht, ist eine verdeckte Instrumentalisierung ihrer Forderung, auf Streitkräfte komplett zu verzichten. Wenn nämlich wir Streitkräfte, wie im Grundgesetz gefordert, bejahen, dann muss man natürlich den Streitkräften auch das Maximale an Möglichkeiten bieten und bei einer sich dynamisch entwickelnden Waffentechnik ist es natürlich dann auch erforderlich, dass Forschungsaufträge möglichst breit und gezielt an die Universitäten und auch an Rüstungskonzerne gehen. Insofern ist das sehr, sehr heuchlerisch, was auch hier von Herrn Minister Brotkorb abgelassen wurde, der dann auch noch den Dalai Lama bemühte, um seine holprige Argumentation am Ende doch noch mit Humanphrasen einzukleiden. Herr Minister, Sie wissen, was gerade in Tibet vor sich geht. Dort ist ein Volk vollkommen wehrlos gemacht, einer Überfremdung ausgeliefert, weil es eben sich nicht schon vorher durch Signale der Wehrhaftigkeit dagegen schützen konnte. Natürlich sind wir als NPD gegen einen Einsatz der Bundeswehr außerhalb unseres Territoriums, aber wir sind sehr wohl für die Landesverteidigung. Wir sind für eine sehr moderne, schlagkräftige, maximal gut ausgerüstete deutsche Armee mit dem Auftrag, die Souveränität unseres Landes auch schon außerhalb von Krieg dadurch zu garantieren, dass unsere Streitkräfte signalisieren, dass es ein großes Sicherheitsrisiko für einen eventuellen Aggressor darstellen könnte, wenn man mit militärischer Gewalt unserem Volk, unserem Land den Willen aufzwingt.
Diese Doktrine oder diese Sicht der Dinge spielt natürlich auch in der Argumentation der SPD keine Rolle. Sie wollen ganz einfach nicht Farbe bekennen und eiern herum. Das tun wir natürlich nicht. Deswegen ganz klar, wenn Streitkräfte im Sinne deutscher Interessen hochmodern ausgerüstet, und das geht nur in einem dynamischen Prozess auf der Grundlage von Wehrforschung und wo die dann betrieben wird, das ist dann Sache der Fachleute, nämlich der Militärs, die definieren müssen, was sie brauchen, um den Auftrag, den sie von der Politik bekommen, auch so erfüllen zu können, wie sie Anspruch haben, dann auch das durchführen zu können, also die Voraussetzungen dafür zu schaffen. Insofern eine sehr, sehr heuchlerische Debatte von den ehemals oder noch Kommunisten von der Linken, was hier überhaupt nicht angekommen ist, Gott sei Dank auch nicht angekommen ist, besonders bei der CDU habe ich den Eindruck. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.